Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr erinnert euch vielleicht an letzten Sommer, da hat mein Freund mir ein paar Sachen im 1-Euro-Shop bzw. im Teddy gekauft, die ich dann testen musste. Und das kam so gut bei euch an, dass wir das heute nochmal machen. Mein Freund hat mir hier ein paar Sachen gekauft im Teddy. Die habe ich jetzt in meiner coolen Tüte, auf der WC-Ente steht. Mit der werde ich bestimmt draußen rumlaufen. Die gab es irgendwo mal kostenlos, als ich so einen WC-Stein gekauft habe. Jedenfalls ist da alles drin und ich werde jetzt was ziehen und werde mal gucken, was er mir gekauft hat. So, das hier ist für 2 Euro übrigens eine Seifenblasenpistole. Mir ist eher aufgefallen, im Teddy kosten voll viele Sachen 2 Euro oder sogar bis 10 Euro und nicht nur 1 Euro. Während im 1-Euro-Shop ja alles 1 Euro kostet. Jetzt muss ich mal gucken, wie das geht. Wie geht denn das auf, Mann? Oh. Oh Mann, das ist ja voll eklig. So, das war's schon. Das ist jetzt Seifenwasser. Das mache ich hier rein. Jetzt habe ich das eingetunkt und jetzt müsste es richtig geil Seifenblasen geben. Hä, das ist ja mega cool. Okay, das finde ich schon ganz cool. Wie teuer war das? 2 Euro. Ist okay. Dann ziehe ich schon das nächste. Was ist das denn? 1 Euro hat es gekostet. Das sind 2 Bleistifte mit Radiergummi, die aber so wie Fußballer aussehen. Die Frage ist jetzt, sind das die Radiergummi, die Bälle? Ah nee, das sind auch Radiergummi. Das ist ja bescheuert. Also warte mal. Es steht ja nicht mal. Okay, also man kann dann irgendwie damit Fußball spielen. So ein bisschen wie Tischkicker. Aber man kann die natürlich abmachen. Aber jetzt so schön ist der Radiergummi jetzt auch nicht. Naja, wenn man so großer Fußballfan ist und so, ist das vielleicht ganz witzig. Also der Ball ist auf jeden Fall ein Radiergummi und der Mann. Und die Bleistifte, klar, die kann man immer brauchen. Für 1 Euro finde ich okay. Wie witzig. Ein Twist and Flex Lineal. So ein Lineal, wisst ihr, das schnappert so um den Arm rum. Das war in meiner Schulzeit mega in. 1 Euro. Achtung, ich versuch's mal. Das geht ja überhaupt nicht. Willst du mich gerade verarschen? Ich dachte jetzt, dass man so macht und dann schießt es so um den Arm rum. Das gab's doch früher. Hä? Dann verstehe ich den Sinn nicht. Stopp. Aber es heißt Twist and Flex. Also man kann es schon so drehen. Seht ihr das? Aber es schnappt nicht. Aber was bringt es? Also, was bringt so ein Lineal? Ist doch scheiße. Ja, es ist halt ein Lineal. Und man kann es ein bisschen biegen, was aber nichts bringt, weil es nicht hält, sondern gleich wieder so sich automatisch zurückbiegt. Ist eher sinnlos, Leute. Okay. Jetzt ziehe ich das nächste. Ach komm. Schon wieder was für die Schule. Das ist so ein richtiger Schools Out 1-Euro-Shop-Dings. Und zwar ist das ein Hase. Ich zeige es euch gleich mal. Ein Spitzer. Ah, das passt ja, dass ich jetzt Bleistifte habe. Der sieht so aus. Und eigentlich glaube ich jetzt, dass man da den Stift reinmacht. Wir werden es testen. Hä? Der spitzt nicht. Ist das überhaupt ein Spitzer? Ach komm, wenn ich selbst so drehe, dann bewegt er ein bisschen die Zähne. Aber der geht jetzt nicht automatisch. Ich dachte jetzt, dass wenn ich das so reinstecke, dass der so automatisch spitzt. Ach Mann, das ist alles so ein komisches Zeug. 2 Euro. Ist jetzt auch nicht so billig dafür, dass es ein Müll ist. Gehen schon die Zähne hoch und runter, wenn ich so spitze. Aber so richtig geil ist es auch nicht. So, dann habe ich noch eine Sache drin in meinem Päckchen. Oh nee. Haare. Und zwar viel zu hell, würde ich mal sagen. Ich glaube, die sind zu hell. Die haben 2 Euro gekostet. Das
halt echt nicht meine Farbe, ne? Okay, ich versuch's jetzt mal, Leute. Also es sieht halt schon ein bisschen billo aus, weil hier natürlich meine Haare so ein bisschen nicht so glänzend sind, weil die sehen schon sehr künstlich aus. Grundsätzlich, wenn es die Farbe passen würde, finde ich es eigentlich ganz witzig, so als Partygag. Oder man kann das so als Zopf, könnte man das so machen, oder? Oh, ich vermisse so meine langen Haare. Naja, ich habe es auch echt nicht so geil reingemacht. Man sieht es halt schon, ne? Aber wenn man das jetzt so richtig schön macht und genau die Haarfarbe hätte, wobei ich glaube, so glänzende Haare hat keiner. Also vielleicht kann ich es bei Jenny mal probieren. Ich glaube, die hat so helle Haare. Bei mir sieht es jetzt halt gerade ein bisschen komisch aus, weil es halt eine andere Haarfarbe ist. Aber so grundsätzlich für 2 € finde ich das jetzt echt nicht teuer. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Mir hat es Spaß gemacht. Und ja, ich freue mich, wenn ihr einen Daumen hoch da lasst. Und wenn ich noch mehr so lustige Sachen testen soll, schreibt es auf jeden Fall mal hier runter. Bis bald!